Hallo, ich habe bei einem Tauschpaket mitgemacht und zwar bei einem Gruppentauschpaket und meins ist schon vor ein paar Tagen angekommen und ich habe es noch nicht geschafft, es auszupacken und ich platze jetzt vor Aufregung. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr länger warten und das jetzt mit euch zusammen auspacken. Can I be your superhero? Wir haben gelost untereinander, wer wen bekommt. Wir wissen alle nicht von dem anderen, keiner weiß, wer wen gelost hat. Nur eben, wen man selber bekommen hat. Wir haben alle die gleiche Absenderadresse draufgeschrieben von einer von uns, sodass auch das nichts verrät. Und dann haben wir uns noch verschiedene Kategorien überlegt. Und zwar, da muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken, auf jeden Fall Lieblingsprodukt, Lieblingsfarbe des Beschenkten, etwas zur Jahreszeit, Dann etwas Selbstgemachtes und etwas Weitergeschenktes. Ich glaube, das waren alle. Ich packe das jetzt mal aus. Ich weiß nicht, von wem es ist. Mal sehen, was drin ist. Wenn ich es schaffe, es aufzumachen. Hier steht schon an der Seite, Umschlag vorsichtig öffnen. Deswegen muss ich jetzt schon vorsichtig sein, wahrscheinlich, wenn ich lese, was draufsteht. Ich lese es euch mal vor. Liebe Corinna, ich habe mich sehr gefreut, für dich ein Tauschpaket zusammenstellen zu dürfen und hoffe natürlich, dass du die Sachen gut gebrauchen kannst. In diesem Umschlag ist ein kleines Rätsel, mit dem du herausfinden kannst, wer ich bin. Viel Spaß und liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Ja, ich bin super aufgeregt. Ich öffne das jetzt einfach mal als erst. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Okay. Das ist ja geil. Also, hier sind Fotoschnipsel drin. Und ich soll jetzt erraten, wer das ist. Okay, wow. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ich glaube, das muss ich gleich in Ruhe machen. Das ist ja eine ultra coole Idee. Ich hätte das super langweilig gemacht, glaube ich. Ah, nee, das ist ja gut. Ah, hier steht es nochmal drauf. Also das sieht schon super lieb aus. Schaut euch das mal an. Ist das nicht ultra schönes Papier und richtig liebevoll gemacht? Ah, ich freue mich. Also, ich fange mal hiermit an. Lieblingsfarbe für dich. Für kalte Stunden im Stall. Wenn du Kräuter nicht magst, kannst du den Inhalt auch weitergeben. Ui! Also meine Lieblingsfarbe ist pink, nur so kurz als zur Erklärung. Ich will gar nicht das Briefchen kaputt machen, weil das so liebevoll da drauf geklebt ist. Ein kleiner Becher für den Stall. Perfekt. Kann man immer gut gebrauchen. Und mit ganz lieben Tee drin. Ah, da kommt die Lilly, findet das auch interessant. Das sind Kräuter. Tja, ja, Kräuter. Brennnessel, Zitrone, Melisse, Pfefferminze. Super lecker und vielen, vielen Dank. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Lilly, bleib ruhig hier, ist okay. Komm ruhig her. Komm ruhig mit. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich leg mal das Papier hier drin. Das zweite ist dieses hier. Weitergeschenkt. Vielleicht kannst du es besser brauchen. Das fand ich ehrlich gesagt eine super schwere Kategorie, genauso wie die selbstgemacht. Ihr werdet ja dann sehen, was ich selbst gemacht habe. Und ich hoffe, also ich weiß gar nicht, was ich hoffe. Ich habe dazu geschrieben, dass Lachen erlaubt ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass das auch passieren wird. Ich sehe was. Von Efol auf jeden Fall. Muss ich jetzt Werbung dazu schreiben? Wahrscheinlich. Winterhufgel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das gebrauchen kann, aber ich probiere das einfach mal aus, weil Pallis Hufe sind ja schon sehr strapaziert im Offenstall. Kann schon sein, dass wir das gut gebrauchen können. Ich werde mir das mal durchlesen, wofür das gut ist.
Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit schon Erfahrungen gemacht habt und ob ihr das benutzt oder warum ihr das nicht benutzt. Schreibt mir das gerne, dann habe ich vielleicht schon mal so einen ersten Eindruck. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen glibberig und riecht gut. Riechen tut es auf jeden Fall schon mal gut. Okay, das nächste ist für die Jahreszeit. Obwohl ja das, die anderen beiden auch schon so ein bisschen für die Jahreszeit waren. Vielleicht kein klassisches Geschenk im Winter, aber doch immer zu gebrauchen. Ihr seht den Hund nicht, aber sie liegt hier und wählt. Also sie findet das Geschenk auch super schön. Ui, das haben wir immer nicht gebrauchen, tatsächlich. Boah. Mesh! Mesh to go. Wirklich richtig, richtig cool. Weil Pali und ich haben nämlich einen Ausflug geplant Ende Februar, auf den ich mich auch schon wahnsinnig freue, von dem es auf jeden Fall ein Video geben wird. Und das können wir perfekt dafür mitnehmen. Vielen, 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 vielen Dank. Also wir haben hier einmal, es sind beide von Marstall, und wir haben hier einmal Bergwiesen Mesh to go, kalt oder warm. Getreidefrei, melassefrei, glutenfrei und kurze Quellzeit. Ist ja auch immer gut, wenn man unterwegs ist. Und man kann das offensichtlich einfach in den Beutel tun. Das ist ja super praktisch. Richtig gute Idee, vielen Dank. Und das zweite ist verdauungsregulierend, melassefrei, ohne ätherische Öle und hat auch eine kurze Quellzeit. Richtig cool. Das ist so ein klassisches Mesh, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Richtig, richtig gut. Mal gucken, hier sind immer noch Geschenke drin. Selbst gemacht. Und hier steht hoffentlich gefällt und wärmt es gut. Oh, selbst gemacht, ey. Schaut euch auf jeden Fall das Video an von der Person, die mich gezogen hat. Wie gesagt, es gibt einiges zu lachen. Geil, so ein Loopschal. Oh, der ist ja super niedlich. Richtig, richtig schön. Vielen Dank. Das ist ein cooles Paket. Ich werde das jetzt mal direkt... Bringt vielleicht meine Frisur ein bisschen durcheinander, aber die war auch vorher nicht so perfekt. Ich jetzt hier irgendwo Schminke? Nein. Super schön, vielen Dank und passt perfekt. Dankeschön. Und das nächste... Oh Mann, ey, da sind so viele coole Geschenke. Mein Lieblingsprodukt. Für die Langhaarpflege unerlässlich. Habe noch nichts Besseres gefunden und bin gespannt auf dein Testergebnis. Das wird es dann auf jeden Fall auch noch geben. Okay. Leovet Riders Magic Konzentrat. Für Volumen, Glanz und schnelle Kämmbarkeit des Langhaars. Wirkt sofort. Verbessert die Haarstruktur durch Pflegevitamine und Hydroaktivdepot. Das Haar bleibt für Tage locker und geschmeidig. Sollte ich vielleicht bei meinen Haaren auch mal ausprobieren. Eine walnussgroße Menge in beiden Handflächen verteilen und kurz einarbeiten. Sie können sofort leicht durchbürsten. Super cool, ey. Das probiere ich super, so, total gerne mal aus. Gerade im Moment, wenn ich die Mähne nicht kriege und den Schweif nicht regelmäßig waschen kann, sehen ja nicht besonders toll aus bei meinem Schimmel. Aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt habe ich hier noch ein Geschenk einfach so. Sogar das noch. Oh. So ein liebes Geschenk. Ah, Schokolade. Jetzt Alpenmilch und Noisette. Vielen Dank, Schokolade ist immer gut. Und ich habe tierischen Hunger. Ich konnte es jetzt nicht mehr abwarten mit dem Essen, bis ich dieses Paket auspacke. Und deswegen werde ich jetzt mir gleich hier mal ein Stückchen von nehmen. Dafür Schokolade muss immer Zeit sein zwischendurch. Oh, super lecker. Dankeschön. Und das schmeckt original. Das schmeckt ganz genau wie Kinder-Ü-Eier. Super lecker. Und jetzt ist hier noch ein Geschenk drin. Und zwar
Lilly, Lilly, nicht für dich. Muss noch irgendwie zu Ende kommen. Das ist jetzt Lieblingsfarbe für Pali. Ich habe ihr gesagt, Pali liebt auch Pink. Perfekt. Eine Futterschüssel. Super praktisch, die wollte ich mir gerade kaufen. Sie sagt, ihr Geschenkpapier war aus, aber das macht gar nichts. Das ist super cool, gerade wie ich euch erzählt habe, dass wir jetzt diese Reise davor haben. Und wenn nicht, ich habe immer nur so einen Eimer, den ich nicht zumachen kann. Vielen Dank, das ist super praktisch und das kann ich richtig gut gebrauchen. Und ich glaube, hier ist sogar noch was drin. Okay, der Deckel ist auf jeden Fall, hält auf jeden Fall gut. Es geht noch weiter. Weil leere Futterschüsseln doof sind. Hier eine Kostprobe vom Lieblingsfutter meines Pferdes. Das ist, Lilly, du bist im Bild. Leg dich mal hin. Leg dich mal hin. Das ist ja super, super lieb. Und das ist so ein super cooles Geschenk. Ich weiß gar nicht, was das ist. Leinkuchen als Pferdefutter. Also, das ist echt so ein cooles Geschenk. Ich freue mich mega, aber ich glaube, das merkt man auch. So sieht das aus. Ich muss mir das mal ganz genau durchlesen. Ich glaube, wenn ich das jetzt lese, langweilt euch das ein bisschen. Aber das sieht aus wie so dunkle Haferflocken oder sowas. Oder dunkle so Maisflocken oder so. Aber das mit Pali wird es mit Sicherheit lieben. Vielen, vielen Dank. Das ist so ein cooles Paket gewesen. Ich freue mich total. Das lese ich mir noch durch. Und jetzt zeige ich euch nochmal alle Sachen zusammen. So, ich habe mir jetzt nochmal hier das Puzzle vorgenommen und werde das jetzt nochmal versuchen zusammenzulegen. Und ich glaube, ich weiß schon, wer es ist. Ich hatte ja gerade schon mal so ein bisschen gespingst sozusagen. So, ich zeige euch das jetzt mal. Da ist das Bild. Und zwar ist das die liebe Claudia von dem Kanal Twist Around. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch aber auch alle anderen Mädels in der Infobox, so dass ihr auch noch zum Beispiel über mein selbstgemachtes Geschenk lachen könnt. Ja. Und damit ihr auch seht, was die anderen alle bekommen haben. Und ja, ihr könnt ja vielleicht so ein bisschen, vielleicht habt ihr ja vorher schon ein bisschen mitgeraten, vielleicht könnt ihr euch auch erst die anderen Videos angucken und dann herausfinden, wen ich gezogen hatte in meinem Los. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.